Willkommen zurück zu Final Fantasy 14. Lange hat es gedauert, viel zu lange nach meinem Geschmack, für den nächsten Content. Und wir legen auch direkt los bei den Zwergen mit hoffentlich dem nächsten 24er Raid. Schauen wir mal. Der berühmte Vorarbeiter. Wir kennen ihn ja mittlerweile schon. Ah, Holladrio-Reisende, ich hoffe doch, dass du wegen unseres schönen Festes hier bist. Ich hätte glatt vor Enttäuschung die Bartzöpfe hängen lassen, wenn wir es ohne dich hätten beginnen müssen. Ach ja, stimmt, die haben ein Fest geplant, ganz vergessen. Ach, da freue ich mich aber, da freut sich aber mein gocksches Herz. Dann hier, nimm dieses Bündel Festtagsfähnchen und geh sie an die Zwerge im Dorf verteilen. Ja, das ist ein alter Brauch, der das jährliche Dankesfest einläutet. Ich hoffe, es kommt dir nicht wie eine weitere lästige Aufgabe vor, die wir dir an den Bart schmieren. Das Verteilen dieser Fähnchen ist eine große Ehre unter uns, Gox, musst du wissen. Ich weiß nicht. Ihr Zwerge seid irgendwie ein bisschen seltsam. Aber okay. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ich hab's vergessen. Ist gar nicht so schön. Na egal. Verteilen wir einfach mal die Fähnchen. Huch, einer Reisenden wird so eine wichtige Aufgabe zuteil, aber eigentlich sollte ich nicht überrascht sein. Das Austeilen der Fähnchen steht nämlich immer dem Zwerg zu, der sich im vergangenen Jahr besonders um das Wohlergehen des Dorfes bemüht hat. Deswegen hat der Vorarbeiter dir diese Aufgabe überlassen, als Zeichen seines Dankes. Normalerweise würde er niemals einen Nicht-Gock an unsere Dekoration lassen. So, so. Werden die auf einmal lieb? Haben die auf einmal dazugelernt und gemerkt, so, boah, krass, die ist gar nicht so? Holladri, oh. Ja, ist das denn die Möglichkeit? Ist das ein buntes Fähnchen, das du da hast? Oh, ich danke dir, ehrenwerte Trägerin. Auch wenn ich die Fahnen dieses Jahr so gern selbst verteilt hätte. Du nimmst zum ersten Mal teil, richtig? Sie sind deswegen so kunterbunt, weil sie die ebenso bunten Persönlichkeiten der verschiedenen Gocks repräsentieren. Dass wir sie dann gemeinsam aufhängen, zeigt unseren Zusammenhalt. Ah, so wichtig sind die Dinger. Okay, ich mache das nebenbei blind. Ich habe bisher noch nichts von dem neuen Content gesehen, beziehungsweise sehen können, was mich sehr freut. Holla, Drio! Da ist es ja endlich, mein kunterbuntes Fähnchen. Ich habe die ganze Zeit schon drauf gewartet. Nimm es. Während des Dankesfests schlagen wir uns jedes Jahr die Bäuche mit traditionellen Gerichten und Schnaps voll. Einfach nur um des Feierns willen. Eine kleine Ode an unser alltägliches Zusammensein und friedliches Miteinander, wenn du so willst. So? Okay. Können wir dann jetzt hier voll die Party steigen lassen? Sind wir denn jetzt voll dabei? Oder was? Boah, was geht denn hier ab? Jeder Zwerg und jede Zwergin hat ein buntes Fähnchen in der Hand. Wunderbar. Ich danke dir, ehrenwerte Trägerin. Jetzt fehlt nur noch der letzte Schliff. Und dich würde ich nun gerne um eine kleine Bartlänge an Geduld bitten. Dufte, es geht sofort los. Ich bin sehr gespannt. Na, das sieht ja richtig köstlich aus hier. Lecker Schmecker. Oh weia. Sicher, dass es Zwerge und keine Hobbits sind? Reisende.
Du hast viel Zeit in unserem Dorf verbracht, so viel wie noch kein Fremder zuvor. Hauptsächlich, weil du immer ein wachsames Auge und eine helfende Hand für die Zwillinge übrig hattest. Deswegen verdienst du es mehr als jeder andere, unser Dankesfest in vollen Zügen auszukosten. Bitte, halt dich nicht zurück. Labe dich an den vielen traditionellen Köstlichkeiten und sieh zu, dass dein Schnapsbecher niemals leer ist. Schmeiß dich ins Gorksche Getümmeldufte. Okay. Bah, endlich mit der Vorbereitung. Olles Fest. 30.000 Sachen zu tun. Und ein beautiful Song im Hintergrund. Hey, das ist doch unsere liebe Nicht-Zwergen-Freundin. Sag bloß, der Vorarbeiter hat dich zu irgendeiner blöden Aufgabe verdonnert. Gar nicht. Ich stopfe mich jetzt mit so vielen Delikatessen voll wie möglich. Wirklich? Wirklich? Da hast du dich aber ordentlich in den Bart geschnitten, meine Liebe. Essen kannst du später. Es gibt Arbeit zu tun. Der Schlüssel, 2P. Klingelt da etwas, Wir sind nämlich einen großen Schritt weitergekommen. Da staunst du, was? Lass mich dich auf den neuesten Stand bringen. Aber nicht hier. Das ist mir alles viel zu laut. Zu festlich und spaßig und schnapsinnig. Alles Ablenkung. Triff uns in unserer Basis. Okay. Na, das klingt doch sehr interessant. Ich bin mal auch sehr gespannt. Ich meine, man hat ja gerade eben hier dieses Lied von von der komischen Opernsängerin gerade im Hintergrund gehört. Ich bin der Meinung, das Lied heißt A Beautiful Song aus Nier Automata. Cooles Lied, by the way. Ich mag das wirklich sehr. Es hat sehr viele Stilwechsel. Aber okay. Da sind wir wieder. 2P liegt da immer noch rum. Ob sie wohl wieder aufsteht? Ich hoffe es. Sie hat uns immer gegen den einen Goliath ziemlich gut geholfen. Gut, da bist du ja. Also, Flausche Lauscher auf und zugehört. Um den Schlüssel, wie 2P das Ding genannt hat, wieder zum Laufen zu bringen, brauchten wir eine Energiequelle. Dafür hast du uns todesmutig einen Klopferkristall organisiert, damit wir diesen als Kraftversorgung einsetzen können. Soweit so bekannt. Wir haben also unnachgiebig daran gesessen, die darin gespeicherte Energie dem ollen Schlüssel nun auch zuzuführen und es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber wir haben auf ganzer Linie versagt. Das war mir schon klar. Du solltest dein Gesicht sehen. Nein, natürlich haben wir es geschafft. Dummbärtchen. Für wen hältst du uns denn? Aber jetzt stehen wir vor einem neuen Problem. Dieses Schlüsselding lässt sich scheinbar nur von 2P bedienen. Oder zumindest spielt sie irgendeine Schlüsselrolle in der Handhabung. Ha, Schlüsselrolle, verstehst du? Ach, ich bin wahrlich ein Genie. Ein kleiner Nachsatz zur Erklärung meiner Schwester. Kaum hatten wir den Schlüssel aktiviert, erschienen darauf merkwürdige Schriftzeichen, so eine Art Runen. Die haben wir natürlich prompt vor dem Pott gehalten und der wiederum zeigte uns,
dann ein furchtbar komplexes Bediensystem. Zumindest glauben wir, dass es eine Art Bediensystem ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben keine Ahnung, was wir damit anfangen sollen. Und sind dementsprechend auf die Hilfe von Toupie angewiesen. Sie wird sich schon damit auskennen, richtig? Ich meine, wenn nicht sie, wer sonst? Mein Bruderherz trifft des Eisenbartes Kern. Hey Pot, kannst du Toupie wieder einschalten? Aber zackig bitte sehr. Prüfung der Reparatursequenz der Androideneinheit eingeleitet. Programmfehler festgestellt. Scan-Vorgang nach Ursache. Beschädigte Komponenten identifiziert. Feldreparatur durch Lokalaustausch Austausch schadhafter Teile möglich. Also, wie bei einem Eisenbad, was? Wir treiben Ersatzteile auf, tauschen aus, was kaputt ist, und Toupie ist wieder ganz wie neu. Das ist der Pot damit, das hat der Pot auch damit gemeint, oder? Im Gegensatz zu einem Eisenbad haben wir die Teile für Toupie allerdings nicht einfach so herumliegen. Wir müssen also noch einmal in die Fabrik. Aber selbst dann wissen wir ja gar nicht, wonach wir eigentlich suchen, oder? Helferin, hast du auf deinen Streifzügen durch die Fabrikruinen irgendwas gesehen, was nützen könnte? Kaputte Androiden zum Beispiel. Bestenfalls solche wie Toupie. Die wären großartige Ersatzteillager. Oh, jetzt wo du es sagst, ja, ich habe einen ganzen Haufen kaputter Toupies gesehen. Oh, das ist eine großartige Neuigkeit. Los, komm, zeig uns den Raum. Und den Pot nehmen wir natürlich mit. Schnell, schnell. Schön, dass die hier schon ihr Lager aufgeschlagen haben. Aber gut, dann wieder zurück in die kopierte Fabrik. Sie ist ja direkt um die Ecke. Quasi hinter dieser Tür. Und na, wir können leider nicht die Dingens nehmen. Jetzt bin ich natürlich aber trotzdem sehr gespannt, ob ich nicht zufällig hier noch beim 20. Mal vorbeilaufen noch irgendwas für die Archivierungskonsole finde. Also noch weitere Untersuchungsberichte. Transportpunkt zu Sektor 1. Ist das hier Sektor 1? Kleinen Moment. Nee, ich will ja nicht nach Sektor 1. Ich will ja nach Sektor 4, wie es hier aussieht. Aber das dauert ja noch ein bisschen. Diese gesamten Fights, die wir hier hatten. Tiefer Abgrund. Nur gut, dass hier kein geschmolzenes Metall durch die Gegend brennt. Aber okay, das hat eigentlich auch nichts zu heißen. Ich bin so ein bisschen am Überlegen. Also irgendwo... Irgendwie? Nee. Also ich bin ein bisschen verwirrt, wo genau eigentlich das Ganze hier ansetzt von, also bei Nier Automata. Wobei, wenn es 2P ist, dann muss es ja schon lange, lange nach Nier Automata spielen. Weil ich meine, die gute 2E... ist ja schon ein bisschen länger her. Na gut, schauen wir mal. So, gib ihm Sagen, Chat-Modus. Okay. Ich soll den Sagen-Chat nutzen. Anok. Komm her, du stinkender Zwerg. Hier liegen Körperteile rum. Hm?
Oh, ich glaube, unsere Helferfreundin mit dem kläglichen Bartwuchs hat etwas gefunden. Kommt! Uah, da läuft es einem eiskalt den Bart runter. Sie tragen eine andere Farbe, aber ansonsten sehen diese Androiden alle genauso aus wie 2P. Dasselbe Modell also? Davon ist auszugehen, oder? Damit stehen die Chancen nicht schlecht, dass wir Ersatzteile auftreiben und 2P neues Leben einhauchen können. Alles weitere überlassen wir dem Pott. Im Gegensatz zu uns weiß er, was 2P fehlt. Kommt, soll er sich gleich an die Arbeit machen. Genau, flieg mal rasch hier durch die Gegend, Pott. Naja, das ging ja sogar recht flott. Mit der Hilfe unseres lieben Pots bringen wir 2P sicher in 0, nichts wieder zum Laufen. Und? Kriegt es der Pott allein hin oder müssen wir ihm einen Klaps, mit einem Klaps nachhelfen? Dann geht es vielleicht schneller. Na, das freut mich doch. 2P ist wieder am Start. Also dann. Endlich, endlich! Nach all der harten Arbeit, die Fruchten meines Geistes, meines Genies, erhebe dich, 2P. Schauen wir doch mal, ob sie auch ordentlich funktioniert. Wie lange war ich abgeschaltet? Seitdem wir aus der Fabrik zurück sind, du hast dich gerade noch herausschleppen können. Dann zapp, Duster. Aber wir haben keine Mühe gescheut, dich wieder aufstehen zu lassen. Und unser kleiner Freund, der Pott, hat auch einen ordentlichen Beitrag dazu geleistet. Verstehe. Ich danke euch. Wie hat sich die Lage in meiner Abwesenheit entwickelt? Also, wir wissen immer noch nicht, wer oder was der schwarz gekleidete Android ist oder wer oder was die Maschinenwesen sind, aber einen großen Schritt nach vorn haben wir trotzdem gemacht. Das hier ist der Schlüssel, von dem du uns kurz vor dem Abschalten erzählt hast, richtig? Wir haben ihn zwar höchst erfolgreich gefunden, aber bedienen können wir ihn nicht. Da kannst du uns sicher helfen, dachten wir. Ja, ein Erdbeben? Schnell, raus, raus aus dem Stollen! Oha!
Der Berg ist weg. Was geht hier nur vor sich? The fuck? Was zum großen Eisenbart? Anok, da! Typien nicht. Das sind viel zu viele. Keine Sorge. Was hat das zu bedeuten? Ihr habt ausgedient. Irrelevant. Ich werde diese Welt eigenhändig zu ihrem Ende führen. Typi hat uns verraten. Dieser elende Schrotthaufen. Was seid ihr? Wir könnten dich genau dasselbe fragen. Eine Androidin, aber keine Verbündete von 2P. Nein, jetzt kommt auf einmal 2P, weil 2P ist der Antagonist auf einmal, plötzlich. Plot Twist. Ich bin 2B, Johann Modell Nummer 2. Hier, um die Androiden zu zerstören. Verlegen wir dieses Gespräch vielleicht auf später? Typi scheint noch irgendeinen Ass im Ärmel zu haben. Wir müssen sie aufhalten. Die Puppenfestung ist jetzt zugänglich. Ja. Dann würde ich mal behaupten, wir wissen ganz genau, was jetzt abgehen wird. Die Puppenfestung, ist das... Ich muss jetzt erstmal schauen. Tatsache. Das ist der neue 24er. Wupp, wupp, wir sind soweit. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hat ja nur 24 Minuten gedauert. Hey! Bei Final Fantasy 14 meets Nier Automata. Diesmal mit einem Promi dabei. 2B. Das heißt aber... Wait. Also wenn 2P... Nein, wenn 2B 2P besiegen muss. Oder umbringen muss. Das heißt ja, dass 9S ebenfalls auf der Seite der Guten ist. Nee. In der nächsten Folge. Ich hoffe, da gibt es ein bisschen Aufklärung.